Hallihallo und herzlichstes Willkommen zurück zu dem Spiel, was definitiv meine Sanity gebrochen hat. Und das sogar noch mehr als das Pokémon TCG. Fire Emblem Engage. Und falls ihr euch jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt wundert, wieso unsere Figuren wieder ganz am Anfang stehen, das hat einen Grund. Denn ich war... Ich muss anders ausholen. Wir haben heute Freitag und eigentlich sollte diese Folge Fire Emblem ja bereits am Mittwoch kommen. Zumindest relativ zeitig zum Mittwoch und nicht allzu spät. Ja, ich war jetzt mehrfach in Aufnahmen drin, habe versucht, diese Karte hier zu bewältigen. Es hat gar nicht funktioniert. Hab mir dann zur Brust genommen, meine Einheiten vielleicht so ein klein wenig zu trainieren. Hab ein bisschen Gold gefarmt. Jade hat sogar, wo ist denn die Gute? Jade hat jetzt eine komplett andere Klasse. Das heißt komplett andere. Sie ist nicht weit von ihrer eigentlichen Klasse, die ihr gewohnt seid, entfernt. Aber sie ist jetzt eine berittene Einheit. Und ich muss einfach sagen, alles, was ich versucht habe, war zu wenig für diese Karte. Und wahrscheinlich auch für die kommenden nach dieser. Also habe ich mich kurzerhand entschieden, das Spiel von schwer auf normal zu stellen. Ich weiß, es tut mir leid, aber ganz ehrlich, ich möchte keine 100 Folgen von dem Let's Play aufnehmen. Es soll doch schon bei Zeiten endlich mal vorbei sein, damit wir uns auch auf andere Projekte mal konzentrieren können. Und wir alle wollen doch eigentlich wissen, wie die Story hier zu Ende geht. Ich weiß auf jeden Fall dank einiger Spoiler, weil ich mir auch Walkthroughs angeguckt habe, was uns als nächstes beglücken wird. Und ich sag mal, kurzerhand, es ist etwas, mit dem ich bereits gerechnet habe. Also wirklich erstaunt war ich jetzt nicht darüber. Ja, wie gesagt, jetzt spielen wir auf normal. Ich kann es euch ja auch nochmal zeigen. Wir haben bis jetzt sonst immer auf schwer und klassisch gespielt, aber jetzt wechseln wir einfach nochmal zu normal. Ich denke, es fehlen halt ziemlich viele Trainingssessions, auch für die anderen Units. Sodass wir auch auf unser Hauptteam verzichten könnten, falls sie denn sterben würden. Ich hoffe, diese Entscheidung sei mir verziehen. Aber wie gesagt, ich möchte ganz gerne endlich das Ende der Geschichte erleben und nicht noch weitere 87. Ich glaube, das ist jetzt Folge 87, wenn nicht sogar schon 88. Keine weiteren 80 Folgen darauf warten. Dementsprechend lasst es uns schnell hinter uns bringen. Dafür müssen wir aber erst einmal diese Karte hier überstehen. Ja, wir haben jetzt auch statt 15 Züge sogar 20, also 5 mehr als vorher. Und die Gegner sollten A, schwächer sein. B, sollten wir besser kritten können. Und C, sollte auch nicht allzu viel Verstärkung auf uns warten. Ich denke mal, im Grunde können wir da, wenn nicht sogar in einer Folge, relativ gut durchrushen. So, das sieht an dieser Stelle sogar schon mal ganz gut aus. Lassen wir einmal die gute Hortensia hochrotieren, aber ich glaube, diese Einheit solltest du nicht unbedingt angreifen. Kümmere dich mal lieber um den. Vielen Dank. Weil dann kann nämlich Yunaka... Ah, sie kann ihm leider keinen Schaden zufügen. Okay, dann eben nicht.
Aber wir haben ja noch unsere Feuerlanze. Have I made a difference? So, wie schaut's denn hier aus? Ja, das kann man, denke ich, wohl mal machen. Und eventuell crittet ich hier sogar noch. Leider nicht. Auf schwer hätte er getroffen. Und auf schwer würde Yunaka definitiv keine 14 Schaden machen. Was that too much? Man hat doch den Unterschied ganz, ganz deutlich gemerkt. Ach ja, Waffen habe ich auch noch verstärkt. Also wie gesagt, ich habe ein bisschen gegrindet, habe Waffen verstärkt, habe versucht, das Ganze doch auf schwer noch irgendwie zu kippen. Aber keine Chance. Egal wie ich es gedreht und gewendet habe. Letztendlich kämen wir auf dasselbe Endergebnis heraus. So, Alfred, du kannst dich doch ganz bequem um den hier kümmern. Oder Momentchen. Vielleicht doch besser. Um den Magier. Ja, machen wir mal so. You were a good fight. Aber eins sollte ich wahrscheinlich an dieser Stelle noch erwähnen. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir dieses Spiel kennenlernen. Ich denke, wenn die Zeit reif ist, widmen wir uns auch anderen Herausforderungen. Aber nicht in einem vollständigen Let's Play. Und dann können wir das auch wieder gut machen. Oder ich darf es wieder gut machen. Sollte nicht ständig von uns sprechen, weil für meine Fehler könnt ihr ja nichts. Ja, ich habe mich doch ein klein wenig gehen gelassen. Was das Farmen angeht. So, wie machen wir das denn jetzt hier am besten? Ich glaube, wir müssen den Kampf mit Kagetsu initiieren. Der Gute tut mir leid. Oder auch nicht. So, Jade, bitte. Natürlich geht der Angriff daneben. Wie könnte es auch so anders sein? Nee, du stehst eigentlich ziemlich gut dort. Our time has come. I'm not a child anymore. Aber auf dem Bogenschützen, auf den mussten wir einfach Acht geben. Ansonsten verlieren wir Ivy oder Rosado. I almost broke a sweat. Level up. Bitte, Rosado, rede nicht von Stolz. Ich bin alles andere als stolz auf mich. Aber nun gut. Vielleicht sollte ich es auch aus dieser Perspektive sehen. Ich habe eine ziemlich gute Leistung hingelegt. Das Ganze bis hierhin durchzuhalten.
So, Ivy würde ja eigentlich treffen. Die Frage ist nur, ob wir da hinten irgendwelche Priester haben, ja. Verschwenden wir keinen Angriff. So, Kagetsu, du darfst sogar noch eine Person beschwören. Ich glaube, eine farblose Einheit wäre sogar hier jetzt am besten. Ah, wir kriegen leider keinen Magier. Nur einen Wolfsritter. Aber gut, ist auch okay. So, Anna, du darfst dort hinten mal eben warten. Okay. Wie weit kommt ihr eigentlich? Ganz, ganz wichtige Information. Mit Mulagier kriegen wir den Drachen schon relativ gut down. Und du schiebst dich ja ganz von alleine. Schmeiß mal am besten, oh Gott, Feuer in den Vorrat. Denn diese Axt wird noch wichtig sein. Mal gucken, ob wir sie bereits gebrauchen können. Okay, Hortensia bekommt auch ordentlich Erfahrungspunkte. Jetzt ernsthaft? Das reicht einfach nicht aus. Naja, wieso machen wir uns dann die Hände so extrem schmutzig? Dich positionieren wir mal hier hin. Vale setzen wir hinten dran. Okay, damit hätten wir soweit alles. 18 Züge haben wir noch. Aber es läuft sehr, sehr gut. Drache, ich bitte doch darum. Du versperrst mir so ein bisschen die Sicht. Ich denke mal, an dieser Stelle können wir einfach so durchreiten. Warte mal am besten hier oben. Ausgesprochen viele gepanzerte Einheiten. Ich bin zufrieden.
nicht auf. So weit, so gut. Ja, okay, flammender Löwe ist gut, aber... Noch sehe ich darin keinen Sinn. A twist ending. Als berittene Einheit sieht sie schon echt cool aus. Okay, ah, Silberaxt passt. Victory Pose. Mit der hat Rosado auch keinen Schaden genommen. I've looked forward to this day. So, Anna, du wartest hier oben. Jetzt müssen wir nur noch die hier beiseite kloppen. A good wind. Dachte, ich hätte irgendeinem, entweder Vale oder Saidlin, ein Buch extra für diese Flieger gegeben. Naja, was soll's. Leider kein Crit. Und das bei 11% Chance. All flowers eventually wilt. So, wir haben hier noch ein paar Bogenschützen. Ich würde mal sagen, wir setzen Yunaka hier hin. Hortensia hier hin. Und Mao wie ich hier unten hin. 17 Züge noch, die werden wir aber definitiv nicht brauchen. Okay, Bruch ging durch. Ganz die Lawine vergessen. Naja, was soll's. I need to get stronger until no one can beat me. Im Engage, wie viel Schaden würde... Oh! Na, da mal zu. Sorry, but victory is mine. So, jetzt schieben wir jeden wieder hinterher. Auch wenn an und für sich jetzt alles ziemlich smooth abläuft, unsere Gegner dürfen wir nicht unterschätzen.
day's work. Vielen Dank für 500 Gold. Ich frage mich, ob die Preise im Shop auch anders sind. Das könnte wehtun. Du könntest ja theoretisch kritten. Schade. Cuteness combined. No one desires war. So, Jade, dann zeig mal, was du drauf hast. A satisfying ending. Mit etwas Glück könnte es einen Crit geben. Schade. Aber den Rest macht dann einfach Marin. I'm not a child anymore. So. Marin ist die einzige, die gegen die Magier relativ gut Resistenz hat. Deswegen ist es auch am sinnvollsten, den Kampf mit ihr zu initiieren. Schaut euch das mal an. Ich will dich schützen. Kriegen wir dich da hinten denn eigentlich so weg? Nee. Außerdem müssten wir dann Sorge haben, dass die gute Ivy von der Balliste angegriffen wird. Hast du getroffen? Während ich die anderen Versionen dieser Aufnahme aufgenommen habe, war das größte Problem an allem einfach die Tatsache oder der Umstand, dass Ivy nicht treffen wollte. Alles andere lief super. Nur eben die gute Ivy, die hatte einfach gar keinen Bock zu treffen.
please grant me your strength. Kommen wir dort hinten hin? Ja, aber das wäre viel zu riskant. Allow your soul the rest it deserves. Sorry, but victory is mine. So, Etier. A good wind. 88 Schaden. Das ist ordentlich. Ich glaube, der lässt sich auch gut sehen. So, Rosado, du wartest dort. Und Kagetsu setzen wir mal hier hin. Ja, ich glaube, das können wir wirklich getrost skippen. Was ist, wenn wir Marin hier hinsetzen? Ooh, I just spotted a rare bug. Hold steady. Nee, ich glaube, wir sollten mit Anna diesen Angriff initiieren. What a workout. Ich weiß gar nicht, wie viel Schaden die Ballista jetzt auf normal machen würde. Und ehrlich gesagt, aus nächster Nähe möchte ich das auch nicht erleben. That was a good session. So, ich würde sagen, wir setzen Saylin hier hin. Mau wir einmal hier hin. Leider hinkt Vale so ein bisschen der Gruppe hinterher. Okay. Wären also jetzt nur noch die hier unten.
21. Stab. Rettung. Damit Vale auch so ein paar Erfahrungspunkte abbekommt. Kann ja auf jeden Fall nicht schaden. Ich will nur in Frieden leben. I will not be cut down. Okay, Yunaka. Tu uns bitte den Gefallen und hielt die Gute einmal hoch. Nee, nicht mit Heilung, direkt mit Pflege. Thank you. So, Mauvir. Easy. Hat aber tatsächlich nicht ausgereicht. Yes. Lovely performance. Können wir die Ballista jetzt besetzen? Ah, schade. Reicht noch nicht ganz. So, Kagetsu. Boah. Die Crit-Chance tut weh. Also an dieser Stelle würde Bruch durchgehen. Ist natürlich jetzt die Frage, wie, was, wo? Das ist sehr, sehr ärgerlich. Wenn du aber von der Seite aus angreifst, wirst du gleich nicht von der Ballista erwischt. Boah, ich hoffe, der Flieger krittet nicht. Gott sei Dank. A slight setback. So, du musst definitiv weg. Bogen behalten wir gleich. So, Ivy, jetzt liegt alles bei dir. Level up again.
So, ich hoffe, der gute Alfred... Ah, verdammt. Ist nur die Frage, ob Anna gleich ausweicht. Haben wir eigentlich... Ah, wir hatten Yunaka schon benutzt. Ja. Ja. Ungünstig. Ich hoffe, ich habe gut. Okay, er greift uns an. Soweit, so gut. Einmal bitte großes Opfer. Auch wenn es riesig ist, aber wir brauchen unbedingt diesen Massenheal. So. Ich will mal sagen, die ist jetzt eigentlich nicht mehr so notwendig. Ja, besser als gar nichts. I'm your knight to command. I won, my princess. I'm happy to help. Alfred auf dem Speer. Dass ich das auch mal erleben werde. Interessant. Shall I go? Okay, oben auf der Karte sind wir eigentlich soweit komplett fertig, dass noch eine Einheit. Und ich glaube, ja, Vel macht mit dir kurzen Prozess. I just want to live in peace. Das heißt, nur noch Alir ist übrig geblieben und so ein paar zerquetschte Ameisen. Ja, die Ballista können wir nicht einmal gebrauchen. Mauvier dort hinten dran. Ist, glaube ich, gar nicht so blöd. Unforgivable. Okay, dann bleibt nur noch Alir. Und die würde ich ganz gerne mit Anna triggern. Is it my turn? I must focus. Weißt du was, Maren? Diese Erfahrungspunkte hast du dir verdient.
I've looked forward to this day. Beenden wir mal den Zug. You made it this far. You're strong. You should be on my side. Soweit hast du es schon geschafft. Du bist stark und du solltest auf meiner Seite sein. I am not a defect. Ich hätte aber schon ganz gerne welche mit dran. Einfach nur aus Prinzip. Ich finde, die Geschwister sollten immer Seite an Seite kämpfen. Gerade in so wichtigen Schlachten. Vale, bist du das? What? Was? No. Vale is younger than you are. Nein, Vale ist jünger, als du es bist. Forget what I said. Vergiss, was ich gesagt habe. Are you related to Vale? Bist du mit Vale verwandt? She is my youngest sibling and little... Sie ist die jüngste von uns. Meine kleinste Schwester. I had many sisters and many brothers. Most of them have been killed. Ich hatte viele Schwestern und viele Brüder. Die meisten von ihnen wurden umgebracht. Auf furchterregende Weise. My father disposed of Vale too. If I think about that, it makes me sad. Wird Vater auch Vale entsorgen? Wenn ich darüber nachdenke, werde ich traurig. Ich würde gerne bei meiner Schwester bleiben. Für immer. Als Verbündete. Als Freundin. So wichtig ist sie dir also. Du siehst ihr zu ähnlich. Du irritierst mich. Dich schalte ich aus. Wer auch immer du sein magst, du bist nicht meine kleine Schwester. Du hast recht, ich bin nicht deine kleine Schwester. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich hören durfte, was du gesagt hast. Thank you, sister. Ich danke dir, Schwester. Oh, schade. Unsere Trefferchance ist so extrem niedrig. Dann regelt's halt ein Crit. Ich bin stolz auf dich, Anna. Okay, Alfred, du wartest mal hier. Let's run together. I need to get stronger until no one can beat me.
Schade. Aber eigentlich müsste ja nur noch Ivy treffen. Das Problem ist nur, sie wird wahrscheinlich nicht treffen. Eieiei. You are looking and staring. You will not win that way, Morar. Ich spüre, dass du mich anstarrst. So gewinnst du nie. Oder hast du vielleicht Angst? Yes, of course. I've been scared from the start of all this. It's only natural. Ja, habe ich. Ich hatte schon von Anfang an Angst. Das ist ganz natürlich. Scared of losing battles. Losing what's important to me. Losing people I care about. Angst davor, etwas zu verlieren. Schlachten. Dinge, die mir wichtig sind. Freunde, die mir am Herzen liegen. Ich gebe zu, ich beneide dich. You have my face, but you say the things you feel. Out loud. Du hast mein Gesicht, aber du kannst laut aussprechen, was du fühlst. Ich darf keine Angst zeigen. If I say I am afraid, I will be labeled a defect. Sobald ich sage, dass ich mich fürchte, gelte ich als Fehlgriff. I follow orders, I don't think. I am like the corrupted. Ich folge Befehlen. Ich denke nicht nach. Bin wie die Verzerrten. Sie sind furchtbar. You really dislike the corrupted too. Magst die Verzerrten also auch nicht? Ich hasse sie. Sie haben viele meiner Schwestern und Brüder getötet. Wenn ich gegen dich verliere, bringen sie mich um. Nein, nein. Irgendwann bringen sie mich sowieso um. Egal, was passiert. Aber du stirbst nicht. Dafür bin ich doch der lebende Beweis. Was hast du gesagt? Egal, bringen wir es zu Ende. Greif mich an oder ich greife dich an. This is like looking in a mirror. What I see bothers me. Dich anzusehen ist, als würde man in einen Spiegel sehen. Und was ich sehe, gefällt mir nicht. Okay, wir haben Schaden gemacht. Heißt also nur noch, dass mit etwas Glück die gute Ivy hier treffen muss. Yes! Diese Schlacht ist vorbei, Gott sei Dank. Oh nein, jetzt wird Vater auch mich entsorgen. Ach Quatsch. Stiefel erhalten. Ab in den Vorrat damit. Level up. Und das Ganze in 11 Zügen. So einfach kann es gehen. Wenn man auf normal spielt. Ich würde aber nichtsdestotrotz sagen, wir behalten diesen Speicherstand hier einmal. Und bevor ich sicher, sage ich erstmal, wir machen hier an dieser Stelle eine kurze Pause. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin und...
Tschüss.